Ja, danke schön, Herr Präsident, Frau Staatssekretär, geschätzte Damen und Herren. Ganz kurz eingehend, Übereinkommen des Europarats über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen. Ja, wir werden dem zustimmen. Wir finden es auch eigentlich sehr gut, wenn Gemeinschaftsproduktionen gemacht werden. Es können die Filme billiger werden, höhere Budgets und gleichzeitig freie Wahl der Beteiligten. Es ist auch in diesen Übereinkommen mit dem Europarat beschrieben, dass nicht Mitgliedstaaten des Europarats dabei sein können. Auch da sehen wir, dass das nur Vorteile bringt und keine Nachteile. Auf den zweiten Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des Staates Israel, das begrüßen wir sehr. Das wurde ja schon unter Türkis-Blau eingeleitet. Da gab es ja schon am 8. Mai 2019 von der damaligen Bundesministerin außer Dienst, Außenministerin Karin Kneißl, einen Ministerratsvortrag, wo das schon vorgestellt wurde, das Abkommen mehr oder weniger schon gestanden ist. Und jetzt wird das nun endlich umgesetzt und das begrüßen wir ebenfalls sehr. Näheres hat der Kollege Troch, mein Vorredner, schon ausgeführt. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen. In diesem Sinne finden wir diese zwei Übereinkommen bzw. Abkommen als gut und werden diesen unsere Zustimmung erteilen. Dankeschön. Zustimmung also auch von Christian Lausch von der FPÖ.